Es ist möglich, eine selbst angelegte Liste in Microsoft To Do mit anderen Personen zu teilen. Hallo, dies ist ein Videoschnipsel aus dem To Do E-Learning. Den Link zum kompletten E-Learning finden Sie unter dem Video in der Beschreibung. Los geht's! Lernen Sie, wie Sie mit To Do eine Aufgabenliste im Team verwalten. Um eine To Do-Liste freizugeben, machen Sie entweder einen Rechtsklick auf die Liste und wählen dort Liste teilen aus oder Sie klicken im rechten Bereich rechts oben auf das Teilen-Symbol, wie hier dargestellt. In beiden Fällen öffnet sich das Fenster Liste teilen. Hier werden Sie darüber informiert, dass Personen, die Ihrer Liste beitreten, später hier angezeigt werden und ganz unten, was für ein Link erzeugt wird. Hier steht, jeder in Ihrer Organisation mit diesem Link kann dieser Liste beitreten und sie bearbeiten. Das bedeutet, dass jeder aus Ihrer Organisation mit einem Microsoft 365-Konto über diesen Link auf diese Aufgabenliste zugreifen kann, nicht nur die Person, der Sie diesen Link senden. Der Empfänger des Links könnte also den Link einfach an eine Kollegin oder an einen Kollegen weiterleiten und für diese oder für diesen würde der Link auch funktionieren. Es gibt nur einen Freigabelink für diese Liste und alle erhalten den gleichen. Wenn Sie also einer Person den Zugriff auf Ihre Liste entziehen möchten, müssen Sie den Link löschen und dann hätte aber keiner mehr Zugriff. Dazu gleich mehr. Mit Klick auf Einladungslink erstellen wird der Link erzeugt und es öffnet sich ein neues Fenster. Gehen wir nun gemeinsam von oben nach unten durch, was hier angezeigt wird. Unterhalb von Listenmitglieder sehen Sie, wer bereits Zugriff auf diese Liste hat. Aktuell ist das nur der Besitzer. Darunter wird Ihnen der Freigabelink selbst angezeigt. Und darunter wiederum können Sie auswählen, wie Sie den Link dem Empfänger zukommen lassen möchten, also über welchen Weg. Wenn Sie den Link dem Empfänger beispielsweise über einen Chat schicken wollen, nehmen Sie den Link mit einem Klick auf Link kopieren in die Zwischenablage und fügen ihn von dort in einen Chat ein. Übrigens, ich stelle regelmäßig Lernvideos zu Microsoft 365 ein, also zum neuen Outlook für Windows. Wenn Sie meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung bei neuen Videos. Möchten Sie den Link per E-Mail senden, klicken Sie auf Per E-Mail einladen. Daraufhin öffnet sich eine E-Mail, in der der Link bereits hinterlegt ist. Ergänzen Sie die E-Mail mit der Empfänger-E-Mail und gegebenenfalls noch mit einem Begleittext und klicken Sie anschließend auf Senden. Der Empfänger erhält die E-Mail mit dem Link. Mit einem Klick darauf öffnet sich ein Browserfenster, in dem der Empfänger mit einem Klick auf Liste beitreten der Liste beitreten kann. Im nächsten Fenster kann er die Liste dann öffnen. Das war's. Sowohl bei Susi als auch bei Felix wird die Aufgabenliste nun angezeigt. Bei beiden wird nun das Geteilt-Symbol neben dem Namen der Aufgabenliste und rechts oben neben dem Geteilt-Symbol angezeigt. Daneben die Anzahl der Personen, die Zugriff haben. Aktuell hier 2. Nun können beide in der gleichen Liste Aufgaben eintragen oder sich untereinander Aufgaben zuweisen. Alle Beteiligten werden automatisch benachrichtigt. Schreiben Sie einfach das @-Zeichen gefolgt vom Namen der Person hinter den Aufgabenbetreff. Optional blättern Sie im Nachgang die Aufgabendetails ein, indem Sie auf den Aufgabenbetreff klicken und dort die Aufgabe einer anderen Person zuweisen. Dies war ein Videoschnipsel aus dem vollumfänglichen E-Learning zum neuen Outlook für Windows 365. Mehr Informationen erhalten Sie unter dem Video. Vielleicht stellt auch Ihr Unternehmen bald auf das neue Outlook um und Sie brauchen Unterstützung. Treutland-Seminare mit Ihrer Online-Lernplattform ist gerne für Sie da. Werden Sie in wenigen Stunden Profi im neuen Outlook für Windows 365.